Ich heiße euch allen recht herzlich willkommen im Namen der Frau von Roberto, Rufina und ihren Kindern, Diana, Ricardo, Deborah und Daniela. Es ist eigentlich wunderbar, dass ihr gekommen seid, um mit der Familie, sowohl von Roberto seiner Seite wie auch von Rufina ihrer Seite, mit ihnen diesen Trauerprozess hier gemeinsam durchzumachen. Willkommen hier alle. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir unterstützen Sie einfach damit. Sie waren nicht vorbereitet dafür, dass Roberto so schnell gehen würde. Die ganze Familie war nicht vorbereitet dafür. Aber so ist es im Leben, dass Roberto jetzt gehen musste. Und ich wünsche dir, Rufina, zusammen mit deinen Kindern eine gesegnete Zeit jetzt vormittag. Möge Gott dir und auch der Familie beistehen, dass ihr einen schönen Abschied nehmen könnt vom geliebten Ehemann und vom geliebten Vater, vom geliebten Sohn, Schwiegersohn, vom geliebten Bruder und der Schwager. Mein Name ist Alwin Tövs. Ich werde das Programm hier heute leiten. Die Predigt bringt anschließend der Gemeindeleiter Ewald Fröse und der Chor wird angeleitet von Elmar Keller als Dirigent und Veronika Biebe am Piano. Les doy la cordial bienvenida también a los de habla hispana. Es un gozo también para la familia que estén presentes para acompañar a la esposa Rufina, a sus hijos, a los padres y hermanos, cuñados y cuñadas. Ustedes demuestran con su acto, con su presencia, que quieren estar también con ellos. Bienvenidos. La mayor parte del acto va a ser en el habla alemán y gracias también por su comprensión. Ich lese uns zur Begrüßung und auch zur Einleitung einen Bibelvers aus Psalm 27. Dort sagt der Schreiber David Folgendes: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Liebe Rufina, liebe Kinder, wir haben diesen Bibeltext so klare Worte, dass der Herr unser Licht ist. Jesus Christus ist das Licht. Jesus Christus will für euch jetzt auch das Licht sein und er ist das Licht. Wir haben vor ein paar Wochen Weihnachten gefeiert und so stark an Jesus als das Licht gedacht. Und von diesem Licht spricht Jesus hier. Er möchte, dass ihr in diesem Licht seid. Dann kann er euch einfach die tröstenden Worte geben, den Trost schenken, den ihr gerade jetzt braucht. Und das ist mein Wunsch und Gebet, dass ihr besonders jetzt in dieser Zeit des Abschiedes, der Trennung, der einfach Wahrnehmung, Roberto ist nicht mehr da, Roberto kommt nicht mehr nach Hause, dass ihr auf Jesus Christus als das Licht schaut. Quiero leer Salmo 27, versículo 1, donde dice el salmista David lo siguiente: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Son lindas palabras
Del salmista dirigidas ahora especialmente a la familia, a la esposa Rufina, a los hijos, pero a toda la familia, donde el Señor dice: Yo soy la luz. Hace dos semanas hemos celebrado la Navidad, donde hablamos también de la luz, de Jesucristo como la luz que vino al mundo. Y mi deseo es que Jesús, como esa luz, puede estar con la familia y que la familia queda en esta luz, porque entonces Jesús les dará lo que ellos necesitan y lo que ellos desean tener ahora. Ich will uns zur Einleitung noch mit einem Gebet anleiten. Herr Jesus Christus, du bist das Leben und in dir haben wir das Leben. Wir danken dir heute einfach dafür, dass du Roberto auch das Leben geschenkt hast. 34 Jahre durfte er hier auf Erden, in der Familie, mit seiner Frau, mit den Kindern, durfte er hier zusammen sein. Doch du hast ihn jetzt von hier genommen. Du hast etwas anderes mit ihm vor. Jesus, ich danke dir aber ganz herzlich dafür, dass wir die Gewissheit haben, wenn du Roberto auch von hier genommen hast, so lässt du der Ehefrau Rufina und ihren Kindern nicht alleine. Du schenkst ihnen einfach im Geist, dass sie bei dir Trost finden können. Du schenkst ihr andere Leute, die bei ihr sein können, die ihr Trost schenken können, die ihr helfen können, diese Zeit der Trauer und des Trennungsschmerzes zu überwinden. Ich lege auch diese Stunde hier der Abschiedsfeier in deine Hände. Herr Jesus, segne mit deinem Trost, segne uns, damit wir können diese Feier auch gebührlich für Roberto und der Familie durchführen. Ich bete das in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Wir werden als Chor ein Lied singen, anschließend ein Versammlungslied und danach bringt Gemeindeleiter Ebert Fröse dann die Ansprache.
Wir wollen jetzt als Versammlung sein Lied singen, Nummer 555. 555. Ich bitte die Versammlung dazu aufzustehen, aber die Familie und die Angehörigen dürfen sitzen bleiben. Morgen auch meinerseits, Rufina und Kinder mit Familie, auch Adolf und Lena mit der Großfamilie, auch als Gemeinde Lichtenau möchten wir unser herzliches Beileid euch kund werden lassen. Wir trauern mit euch und wir spüren tief im Herzen auch den Verlust eines liebes Kindes, Vaters und Schwager. Der Tod Robertos kann nicht anders als heute zu uns sprechen. Oder Gott spricht durch den Tod Robertos zu uns. Es geht nicht anders, dass du und ich dann selbst an unser Leben denken, wie steht es mit mir? Wann ist meine Zeit gelaufen? Wann ruft Gott mich von dieser Welt? Ich denke mal, es geht nicht anders. Ein jeder denkt daran, bestimmt gestern und heute. Und wenn es nicht so ist, dann mach das mal. Denk darüber nach. Roberto
hat sicher an Weihnachten nicht an seinen Tod gedacht, sondern erst als er richtig krank war. Das ist Gnadenzeit. Gnadenzeit, die Gott uns gibt. Heute können du und ich von dieser Gnade sprechen. Und ich will mit euch zusammen über den Text, den die Familie mir zugeschickt hat, kurz einmal nachdenken. Ein Text, ein Vers, der Robertos Lieblingsvers von Sonntagsschule an gewesen ist. Vielleicht denken wir, es ist ein Text, daraus wir nicht viel schöpfen können. Und doch haben wir eine große, unaussprechlich große Zusage Gottes. Und besonders die, die aus der Gnade Jesu geschöpft haben, die ihr Herz vom Blut Jesu haben reinwaschen lassen, haben diese wunderbare Zusage Gottes für ihr Leben. Und dann können wir begegnen, was uns begegnet im Leben, dann sind wir uns sicher. Aus 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 12 und 13 will ich dazu lesen. Und besonders der Vers 13 war der Lieblingsvers und er hat er auch von der Sonntagsschule mitgebracht nach Hause, den er besonders lieb hat. Es heißt dort so, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr es ertragen könnt. Ein sehr schönes Wort, besonders der Vers 13, wo wir die Treue Gottes zugesprochen haben, der das Beisein, die Zusage Gottes, dass er immer bei uns ist. Und das finden wir auch immer wieder so als Kinder Gottes, dass Gott uns beisteht, dass er uns führt, dass er uns leitet. Und auch besonders, denke ich, diese Familie kann nicht anders als heute diesen Beistand Jesu erleben. Wir lesen schon in Matthäus 25, 40, wo Jesus ganz besonders darauf eingeht, was wir einem von unseren Brüdern antun, dass wir es ihm selber antun. Das heißt dort, was ihr einen von diesen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Also wenn wir in Versuchung fallen und nicht im Gehorsam Gottes leisten können, dann lehrt uns dieser Vers, dass wir es Jesus selbst antun. Etwas ganz Wichtiges. Wir sehen aber in der Bibel, ganz besonders in 2. Mose, Vers 19, Vers 4 bis 6, da haben wir die wunderbare Zusage oder wie Gott uns als Kinder Gottes, die begnadigt sind, uns unter seine Flügel hält. Ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Da spricht Gott zu dem Volk Israel, als sie in der Wüstenwanderung waren. Ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln. Und das ist sicher ganz Wichtiges auch heute für Familie Peters, für Frau Rufina und Kinder, dass sie sich auf diesen Adlersflügeln getragen fühlen. Aber das bedeutet viel mehr. Wenn wir da tiefer graben, dann finden wir auch, dass wir unter diesen Adlersflügeln geborgen sind. Dass Kinder Gottes unter diesen Adlersflügeln einfach sind. Dass sie geschützt sind. Dass sie ertragen können, gerade dann, wenn Versuchung uns vorsteht, wenn der Teufel uns verführen will, dann haben wir die Kraft Gottes. Dann ist er uns treu und hilft uns zu widerstehen. Das ist etwas ganz Wunderbares, nicht wahr? Dass wir als Kinder Gottes unter diesem Schirm, unter den Flügeln des Adlers, des Allmächtigen sind, dass Gott uns dann treu ist, wenn Versuchung kommt, wenn der Feind uns von ihm wegziehen will. Das bedeutet, dass wir Bevorzugte sind, die, die die Gnade Gottes angenommen haben und die, die die Gnade nicht angenommen haben, die in Versuchung und in Sünde leben, die steht die Gnade immer noch bereit, sich diesem zuzuwenden. Und das ist auch heute die Sprache Gottes durch den Tod des Roberts. Kommt zu mir, ich will euch tragen, ich will euch treu sein. Ich will auch euch schenken, dass ihr die Versuchung des Teufels ertragen könnt, widerstehen könnt. Das sind Worte Gottes heute an uns. Kehrt euch zu Gott zurück,
sagt Gott immer wieder zum Volk Israel, haltet meine Gebote. Heute spricht Gott zu uns. Lasst uns zurückkehren zu ihm, wenn wir die Last, wenn wir die Versuchung des Teufels nicht haben widerstehen können. Dann haben wir heute die gnädige und barmherzige Einladung, zurück zu Gott zu kommen. Das ist Sprache Gottes durch den Tod eines lieben Menschen heute zu uns. Komm zurück, sei begnadigt, komm unter dem Schirm Gottes. Er will dir treu sein. Wir lesen in Johannes, in das hohepriesterliche Gebet, etwas ganz Besonderes, wo Jesus für seine Jünger bittet und er sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus selbst ist besorgt um seine Jünger. Jesus selbst ist besorgt um mein und dein Leben. Er bittet zu seinem Vater, dass er sie nicht aus dieser Welt reißt, nein, vielmehr, dass er sie für das Böse bewahrt. Ist das nicht etwas Wunderbares, das zu wissen, wie Jesus um mein und um dein Leben Sorge trägt? Er hat gebeten und er bittet für uns, dass wir in dieser Welt, wo Bösartigkeit herrscht, bewahrt werden vor dem Bösen. Dass wir die Versuchung widerstehen können, was auch Robert so wichtig gewesen ist im Leben. Dass Gott uns auch da treu ist und uns beisteht. Wir leben in dieser bösartigen Welt. Aber wenn wir unter das Schirm des Allmächtigen uns begeben, uns bewegen, dann gilt uns diese Zusage, er ist uns treu und er lässt uns nicht mehr auflegen, nicht mehr versuchen, als wir ertragen können. Denken wir einmal an unser Leben, ertragen wir noch Versuchung? Sind wir noch resistent? Sind wir noch mächtig, dem Teufel in Gottes Kraft abzusagen und ihm zu meiden? Wir haben so manche Zusagen und Zeugnisse im Worte Gottes, die uns ganz besonders Mut machen, das Böse in dieser Welt zu widerstehen. Selbst wir lesen im Psalm 23, wo auch der Psalmist so klar sagt, David sagt, Gott selbst kann vor dem Feind, vor den Augen des Feindes uns einen Tisch zubereiten. Und der Feind kann nicht anderes als zusehen, wie Gott uns einen Tisch vorbereitet. Einen Tisch voll Segnungen, einen Tisch voll Zusagen, einen Tisch voll Bewahrung, was der Feind nichts antun kann. Und der Feind kann nicht anderes als nur zuschauen. Sehen wir, das ist Zusage Gottes für begnadigte Menschen, die unter den Schirm des Allmächtigen sitzen. Das ist geistliche Kraft, geistliche Segnung. Geistliche Nahrung, die Gott uns vor den Augen des Feindes gibt. Ein weiteres finden wir im Psalm 18, wo der Psalm David verfolgt wurde. Meistens oder oft fühlen wir uns auch verfolgt von einem oder dem anderen. Und der Psalmist sagt da einfach, Gott ergriff mich aus der Höhe und ergriff mich und zog mich aus dem Wasser und rettete mich vor dem Feind. Wenn wir den schönen Vers, den Robert lieb hat, nehmen, dass Gott uns nicht mehr auflegt, als wir ertragen können, dann können wir hier sehen, dann kann das Wasser nicht stärker sein als die Kraft Gottes. Und wir wissen, was für Kraft Wasser hat. Auch wenn die Feinde kommen und die Versuchung kommen mit Macht wie ein großes Wasser, dann sagt es, und Gott rettete mich vor dem Feind. Dann haben wir die Kraft, dann haben wir den Mut, das Böse abzusagen, denn Gott ist treu. Dazu möchte ich unter dem Psalm 124 lesen, ein kurzes Wort, das sehr wichtig ist und das uns Mut geben kann, auch unter diesem Schirm des Allmächtigen zu bleiben. Es heißt dort, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, soll Israel sagen, wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, als Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten uns die Wasser fortgeschwemmt, der Wildbach hätte uns überströmt. Dann wären über uns gegangen die tobenden Wasser. Gepriesen sei der Herr, der uns ihren Zähnen nicht zum Raub gab. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist Zusage, wenn wir unter den Schirm des Allmächtigen sind. Das ist Zusage, wenn wir Kinder Gottes sind und wir der Versuchung entgegengehen. Dann können wir sie entrinnen. Dann können wir sie widerstehen. Wie schwach fühlen wir uns oft, nicht wahr? Wo befindest du dich? Lieber Freund, liebe Schwester, bist du unter dem Schirm des Allmächtigen? Bist du unter den Flügeln des Adlers gekrochen? Findest du die Schutzflügel Gottes? Dann kann der Feind dich nicht überfluten. Dann bist du sicher, denn er ist treu. Er gibt dir Kraft. Dann kann der Satan dich nichts antun, als nur nach das Vermögen, das du hast, dich versuchen. Und im Namen des Herrn wirst du widerstehen. Und die, die diese Zusage, die diese Gnade Gottes nicht angenommen haben, nicht unter des Flügels des Adlers gegangen sind oder nicht sind, die geht folgendes Wort aus Matthäus 25, wo es heißt, geht von mir, ihr Verfluchten, wohin? In das ewige Feuer, das bereitet ist, dem Teufel und seine Engel. Furchtbare Zusage, furchtbares Schmerz und Leid für die, die sich heute nicht wagen, unter die Schirren des allmächtigen Gottes zu kriechen, die es nicht wagen, ihr eigenes Ich aufzugeben, die es nicht wagen, einmal Nein zu sagen für das Weltliche, die Schande tragen um ihr eigenes Leben und wollen nicht sagen, dass sie Sünde getan haben. Die gilt dieses. Das ist hart. Aber das ist die ganz klare Wahrheit, liebe Geschwister. Wir dürfen heute, so wie wir gesund am Leben sind, so wie wir klar sind, zu diesem allmächtigen Gott kommen und er begnadigt uns. Wir können in diesem Namen Jesu den Teufel überwinden, so wie Korinther 10 sagt. Wir haben die Zusage, dass wir ertragen können, in dem Maße, da wir Widerstand leisten können. Lassen wir uns waschen, immer wieder neu in dem Blut Jesu, um für die Stunde, die Gott uns gibt, wenn er uns aus diesem Leben ruft, dass wir dann können Jesus begegnen. Unser Erlöser, der einen teuren Preis gezahlt hat, dass wir können sagen, wir haben widerstanden. Jesus, du warst uns treu. Du hast uns geholfen, wenn der Feind uns versuchte. Du hast uns nicht wegreißen lassen von der Bösartigkeit der Welt, sondern du hast uns unter deinen Flügeln bewahrt. Nehmen wir das ernst? Weinen wir über unsere Sünden? Bekennen wir sie? Und machen wir uns bereit, Jesus zu begegnen? Der Feind lauert draußen auf dich. Auf jede Ecke ist er bereit, uns zu fallen. Vielleicht einige Anstöße, wie auch uns als gewöhnliche Menschen, der Feind uns wie oft greifen will. Wie verführt er uns? Wie will er uns verleiten? Er bildet dich, er bildet uns ein, vielleicht nicht bekehrt zu sein. Er bringt uns im Zweifel. Er bildet dich ein, Gott hört dein Gebet nicht. Er stellt dir in Zweifel, dass du überhaupt nicht gerettet bist. All das, was du tust, hört Gott nicht. Er zeigt dir zurück. Der Feind zeigt dir zurück zu deiner Vergangenheit und möchte, dass du viel Zeit in der Vergangenheit über deine Sünde nachdenkst, als über den Erlöser. Heute kann der Satan nicht mehr vor Gott treten und ihm anklagen. Er ist besiegt worden durch Jesus. Heute klagt er direkt an uns an. Er klagt uns an und zeigt uns, wie wir ihm gehorchen sollen. Und das brauchen wir nicht. Wenn wir diese Zusage haben, so wie es in Vers 13 ist, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Also die Zusage, Gott ist treu. Auch dann, wenn der Feind in unserem Denken uns anfängt zu zerstören, dann gehen wir wieder neu unter des Adlers Flügeln und sagen, Jesus, wir brauchen dich. Nehme den Feind von mir. Lass mich nicht mitschwimmen mit der Bösartigkeit der Welt, sondern
sei mir gnädig und vergib mir. Das ist die Einladung heute, da wir am Leben sind. Beachtet, so wie der Psalmist sagt, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir dürfen heute wieder neu daran denken, dass wir sterben müssen. Irgendwann. Und im Psalm weiter sagt es, dass wir auch wie eine Graspflanze sind, die am Morgen schön ist. Wir sagen heute, Weihnachten war Roberto noch schön, eine schöne grüne Pflanze. Heute ist sein Leben verdorrt. So kann es mit uns gehen. Daher die Einladung, die Jesus uns heute zuruft, ist, unter das Schirm des Allmächtigen zu kommen, da zu bleiben, da zu wohnen und uns von ihm die Kraft geben zu lassen, dem Feind zu widerstehen. Lasst uns alle zusammen festhalten an Jesu Blut, das nur allein uns reinwaschen kann. Lassen wir uns allein von ihm tragen. Kämpfen wir mit ihm zusammen, dann sind wir Sieger. Er wird uns die Kraft geben, zu widerstehen. Die Einladung Gottes ist ganz ernst, immer wieder neu, jeden Tag und besonders heute, wo wir eine Leiche vor uns haben, zeigt Gott uns mit klaren Augen, der Nächste darf ich vielleicht sein. Den Ersten, den ich sehe, soll Jesus sein. Ein schönes Lied, das uns tief ins Herz geht. Und ich denke, das sollte unser Wunsch aller sein. Den Ersten, wenn wir von hier gehen, sollte Jesus sein. Steigen wir auf des Adlers Flügeln, fliegen wir mit ihm, lassen wir uns von ihm beschützen, halten wir seine Gebote, nehmen wir die Gnade Gottes an, im Gehorsam und leben so ein gottgewolltes Leben. Dann haben wir die Zusage, dass er uns führen wird, auch dann, wenn die Kämpfe, die Mächte Satans mächtig werden. Aber wir werden Sieger sein. Liebe Familie Peters, lasst doch dieses Wort ein Trost für euer Leben sein, für eure Zukunft. Dass auch Gott die Gnade Jesu für Roberto gezeigt hat, der eine Gnadenzeit gehabt hat in seinem Leben, in seinem Krankenbett, genug Zeit, um zu flehen und zu beten. Und ich sagte zu Adolf, es kann nicht anders sein, dass er mit tiefem Herzen gebetet hat, das Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldigern vergeben. Ein sehr ernstes Gebet, das Gott hört, wenn es von Herzen kommt. Lass dieses Wort heute, diese Einladung heute, dass Gott zu uns spricht, ernst nehmen, dass wir uns für die Stunde nicht fürchten, wenn Gott mein Name ruft, wenn Gott dein Name ruft, komm heim, o Menschenkind, komm heim, dass wir dann in die Arme Jesu aufgenommen werden und nicht verschmachten brauchen, so wie solche, die Jesus nicht lieb haben, die bewusst im Ungehorsam sind. Gott schenke uns darin Gnade und Liebe. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken für deine Zusage. Besonders für dieses Wort, dass wir hier finden, was auch Roberto wichtig war, dass du treuer Gott bist, dass du uns beistehst, dass wir unter deiner Gnade leben dürfen, unter deinem Schirm und dass du uns in Zeiten der Versuchung beistehst und dass keine Versuchung uns überwältigen kann, denn wir sind unter deiner Gnade und die gibst uns Kraft. Dafür sind wir von ganzem Herzen dankbar. Ich bete, dass dieses Wort heute zu uns spricht, zu einem jeden, dass wir bedenken, wieder neu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, dass wir in deinen Armen aufgenommen werden, wenn du unser Leben in die Ewigkeit rufst, Herr Jesus. Ich bitte für einen jeden, der da kämpft, schenke Kraft, schenke Gnade, dich in Liebe anzunehmen und unter deinem Schirm zu wandeln. Segne weiter Familie Peters, tröste sie und stehe ihr bei mit deiner Liebe, Herr Jesus. In deinem Namen. Amen.
Wir hören jetzt das Lebensverzeichnis von Roberto, gelesen von der Schwägerin Melanie Peters. Roberto Peters wurde am 24. November 1987 seinen Eltern Adolf und Lena als erstes von 9 Kindern im Hospital Loma Plata geboren. Die ersten 5 Jahre seiner Kindheit verbrachten sie in Rosenthal. Dann zog die Familie nach San José, wo Roberto seine Kindheit und Jugendzeit verbracht hat. Am 27. August 2011 heiratete er die Witwe Rufina Fröse mit 2 Kindern. In ihrer Ehe von 10 Jahren, 4 Monaten und 14 Tagen wurden ihnen 2 Mädchen geboren. Roberto liebte es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen, mit den Kindern herumzutoben und sie zu verwöhnen. Außerdem jagte und fischte er sehr gern. Auch seine Arbeit und seine Maschine hat er geliebt. Er war immer stark und mutig. Vor einem Jahr hatten Roberto und Rufina sich im Glauben neu aufgemacht. Sie hatten große Pläne. Weihnachten verbrachten sie gut gelaunt mit der Familie und Roberto war strahlend glücklich. Dann am 26. Dezember begann er über schlimme Kopfschmerzen zu klagen. Das zog tägliche Spritzen und Krankenhausbesuche nach sich. Zuerst diagnostizierte man Sinusitis, doch die entsprechende Behandlung blieb erfolglos. Daraufhin wurde er stationär behandelt und das Ehepaar durfte noch viele klärende Gespräche führen und zusammen beten. Er freute sich besonders über Grüße und Gebete von Freunden und Familie und beteuerte wiederholt, wie sehr er seine Familie liebte. Dann letzten Donnerstag schien er auf dem Wege der Besserung zu sein. Aber in den nächsten Tagen verschlimmerte sich sein Zustand zusehends. Und seit seinem Sturz am Samstagabend reagierte seine linke Seite nicht mehr und er verlor die Fähigkeit zu sprechen. Sonntagmittag wurde er dann nach Asunción und dort in die Intensivstation gebracht. Doch bevor das geschah, versicherte ihm seine Frau, wie sehr er geliebt wurde und dass Gott allmächtig sei. Daraufhin drückte er ganz fest ihre Hand. Roberto erlitt einen Herzstillstand am 11. Januar um 2 Uhr morgens. Die Familie bedankt sich bei den Ärzten und dem Pflegepersonal des Hospitals Loma Plata und Adventista in Asunción. Im Tode vorangegangen sind ihm seine Schwester und Großeltern. Er hinterlässt seine tief trauernde Ehefrau Rufina mit Diana, Ricardo, Deborah und Daniela, seine Eltern Adolf und Lena Peters und Großfamilie. Wir bedanken uns für alle Gebete, Unterstützung und Anteilnahme. Gott möge es euch reichlich vergelten. Ruhe in Frieden, lieber Roberto, wir werden dich sehr vermissen. Ich lese uns einen Beitrag, der von Kanada zugeschickt wurde. Wir als Familie, Oskar und Thekla mit Luis und Ryan Ginter von Kanada, möchten unser ganz herzliches Beileid aussprechen an meine Schwester Rufina, ihre Kinder, Roberto, seine Eltern und Geschwister. Wir begleiten euch im Trauer. Auch wenn wir Roberto nicht in Person kennengelernt haben, war er unser Schwager und der Papa meiner Neffen. Roberto, du wirst sehr gemisst werden. Deine Kinder und Frau werden dir so sehr vermissen. Du lässt eine große Lücke. Du warst ein guter Vater zu deinen Mädchen, so als auch zu Diana und Ricardo. Das werden wir dir nie vergelten können. Ruhe sanft. Rufina mit Kindern und seine Eltern und Geschwister, wir beten für euch und denken an euch. Möge Gott euch trösten. Ich will hier noch Raum geben für weitere Beiträge.
wenn jemand noch etwas mitgeben möchte an Frau oder auch an die ganze Familie. Bitte schön. Wenn nicht, dann singen wir noch ein Chorlied und anschließend machen wir dann die Leichenschau. Dazu werde ich dann einige Erklärungen geben. Ich möchte mich noch sehr herzlich bedanken an der Wachabteilung, dass die uns die Leiche gebracht haben. Das hat uns die Zeit sehr gespart. Wir sind dankbar dafür, dass sie sich so weit haben aufgelöst, so weit haben aufgegeben und uns diesen Beitrag mitgebracht. Sehr herzlichen Dank für noch einmal. So, wir wollen dann jetzt rübergehen zur Leichenschau. Wir werden den Sarg draußen in der Küche stellen und jeder einer darf vorbeigehen.
Die Familie wird hier drinnen bleiben, um anschließend Abschied zu nehmen. Und auf dem Friedhof wird der Sarg nicht noch einmal geöffnet werden. Das ist auf Wunsch der Familie. So, wir werden das dann so machen, dass die, die in der Küche sitzen, die gehen zuerst vorbei und anschließend fangen wir dann von den zwei Bankreihen dann an, geht rechts und links einfach vorbei. Wenn die durch sind, dann gehen wir von hier dann. So wollen wir nachher auch noch zum Friedhof gehen. Der liegt hier gleich nebenan, sodass wir dann mithelfen können und einfach auch dabei sein. Wollen wir als Versammlung das Lied aufschlagen, Nummer 416. 416. So, dann dürfen die, die in der Küche sitzen, aufstehen und vorbeigehen am Sarg.
Ich glaube, nur die Kummer sind. Die Däulchen und alle sind hier. Wir werden hier uns ein paar Wiede erinnern, die wir im Wut Gottes bringen. Dort wie der Tölzei von Jesus Gott im Futter habe, dort wie Aperstunde waren, waren hei Wadachamt. Ich will nur ein paar Farsch lesen, aus 1. Thessalonicher Kapitel 4, von 13 und wieder, wo uns du so ja schwab und erinnert einen. Quisiera decir algunas palabras también a nuestros amigos que no entienden alemán. Tenemos que comprender cada día que nuestra hora llega, que Dios nos llama a su presencia y la importancia de tenernos en cuenta, como dice el salmista, que debemos tomarnos en cuenta que tenemos que morir para que moramos sabiamente. Quiere decir que morimos con Cristo, que podamos ser recibidos por Cristo mismo. Eso significa rechazar la maldad y vivir para Cristo. Y así también, cuando Cristo venga, resucitarán los muertos. Y entre estos debemos ser nosotros. Por eso debemos pelear la vida, como dice el apóstol Pablo, la buena batalla en el nombre de Jesús. No con las maldades que el mundo nos ofrece, sino con la palabra eterna que tenemos de Jesús. Ich möchte den Thessalonicher lesen, wo sagt, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wie der Jesus Christus Schane, die Amos Heiland und Erlöser euch nun machen, wir sind in Weitenschaft, wie weiter, wir sind nicht anbekannt, über das, was passieren kann, die entschlafen sind, die gestorben sind. Weil Paulus habe soll, wie Bescheid wollte. Und ich glaube, du und ich wollte dort. Was ist wichtig, dass wir uns immer wahr und erinnern. Das sage dann wieder, denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also, wir wollen nicht bevorzugt sein von denen, die an Schluppe gestorben sind, sondern es sagt dann wieder, die wollen uns fair sein. Das sagt, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst aufstehen. Na wunderbare Tausei, die gestorben sind, die wollen erst abstehen. Und dann wollen wir alle Tausei in dem Himmel geräumt. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt, werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesem Wort. Möcht dazu sein, dass wir uns ermuntern, uns mögen. Die gestorben sind, die wollen erst abstehen, wenn Jesus wiederkommt, und dann wollen wir alle Zeit in Wolken, in der Luft, sagt der Tier, in der Herrlichkeit Jesu im Himmel geräumt war. Dort machen wir uns, war der Töröpe, jetzt sagt er, ermuntert unseren Onda. Macht das Wort uns, eine Möldmöcken sind besonders für die Familie, Roberto, Erjenswan war da, zu begehen, wenn Jesus war da kommt. Gott sehe in das Wort. Sobald wir nicht, dass diese Leiche raufgeloten wird, ein Töö gerufen wird, wie wollen die Familie ihr Stil in das Jewel zu gruben, und dann wurden die anderen. Sie möchten mal vielleicht ein paar Geschwister der Blömenstrüße raufnehmen, und dann die Sturte Bräuter hier langsam der Leiche raufluten. Die Blümchenstrüße leiden herbuhen ab, ja. Während das gedonnen wird, wird dann noch singen, wer du hier möchte mit singen, bitte durch die Gruppe an, singt mit. Und wir freuen uns für die Tausei, dass die hier helfen wollen. Entre dos.
Ich reicht hier einmal nur dem anderen, ja. Ronny. Vom himmlischen Land. Bebe
Speise, dem Leib als du an die Gestalt, wo das wurde uns lehrt, dass wir dem Saal in der Erde ansaßen. Wenn wir von der auch denken, die Blume, die halbe Wörter nicht, und so erst dort, die halbe am nicht. Aber die Familie sagt das Wort. Die Familie sagt dort, wie viele Menschen ihr entbehrt und wie viele Menschen mit dem Mettrühe, wie viele Freunde sie haben. Eine Blume in nächstem Jahr, als immer ein Tierchen, und ich glaube, Familie Peuters, die kennen das von der die Gesellschaft in die Gemeinde nehmen, dass die Mädchen sind, natürlich wieder Mädchen geworden sind. So, da möchte ich uns alle teuröpen. Familie Peuters spricht auch Mari und wieder unsere Nähe, unsere Gebete, unsere Besuche, weil wir dort tun. So, weil wir uns hauptneigen, den Gebeten hier dem Schluss dann aufschlüten. Herr Jesus, wir kommen nochmal für dich und danke dir, dass du uns versprechen bist, der immer bei uns ist, erst alle Zeit, in aller Wege, wo wir sind, und auch von dir. Wir haben nur Roberto, seinen Leib, in ihr Namen gesagt, Herr Jesus, du lehrst uns dort, dort wird ihr sind und dort wir relativiert worden, und dort kann nicht passieren. Herr Jesus, wir danken dafür. Wir danken auch für die Auferstehung, die wir in die Hand, dass wir abgestohlen wurden, all die sich von dem Blut haben waschen lassen, Herr Jesus, abgestohlen wurden. So auch Roberto, so jeder kennt, Herr Jesus, dass die angehört wird abgestohlen, wenn deine Posaune schauen wird, Herr Jesus. Wir waren abgestohlen dann und wir waren mit all die hier, dass ihr sind, taub bedienen, ewige Herrlichkeit geführt worden. Du verzeihst dir die Dank. Wir beten wieder um deine Führung, um deine Kraft und um deine Begleitung, in besonderer Weise für die Familie. Herr Jesus, in Danksagung sei wie die Dank, bete die an. Amen. So, von unserer Seite einmal sehr Dankeschön an jeden einen, der hier begleitet hat, für den Chor, für die fernen Leute und auch für die Tierteilschaffler. Sehr Dankeschön. Gott segne. Die Familie wird hier betreten bleiben. Wer nur noch, wo wir dann sein möchten, wer vielleicht nicht gelernt hat, der darf dort hier dann noch tun.